Hey, 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 da draußen einen wunderschönen guten Tag, Abend, Mittag, Morgen, Nacht. Ich bin's wieder, der Frank, und der FC St. Gallen ist dabei, Man United platt zu machen. Naja, schön wär's. Ich glaub's ja nicht, aber wir werden sehen, was passiert. Ich bin dann doch übrigens gefragt worden, kannst du nicht sagen, was in dem letzten Update drin ist? Deswegen mache ich das mal schnell. Ja, im Update Nummer 11 gibt es ein Klimaschutzpaket. Neue Elemente, Gebäude für besseren Klimaschutz, also Sonnenpaneele, Windräder, Ladestationen, Fusionsreaktor. CO2-Neutralität kann angestrebt werden. Neue Optionen im Stadionbereich gibt es auch. Mehrwegbecher, veganes Essen, Energiesparlampen, Flugreisen wirken sich dann negativ aus, Bahnfahrten positiv. Und Kauf von Klimazertifikaten. Klimaschutzpreis kann gewonnen werden. Das ist schon mal eine schöne Sache, wenn man nachher dann irgendwann das Stadion ausbaut. Mal gucken, ob ich dazu überhaupt noch komme. Dann die Transparenz in der Offensive. Es gibt ein neues Tab im Spielerprofil bei eigenen Spielern. Detaillierte Erklärung, welche Faktoren derzeit den Biss und die Zufriedenheit eines Spielers beeinflussen. Dann wurden fehlende Tooltips bei verschiedenen Spielerwerten im Profil ergänzt, also ein erweitertes Glossar. Aktuelle und sinnvolle Anzahl Gebäude werden jetzt beim Bau angezeigt. Trainingslager Special. Es gibt eine Auswahl über den Kalender, was die Trainingslager angeht. Es gibt vier neue Trainingslager, Frankreich, Italien und zwei in Griechenland. Dann umfangreicher Abschlussbericht bei Trainingslagern mit Sonderboni, vielen neuen Ereignissen, Gewinnern und Verlierern der Vorbereitung und vieles mehr. Dann gibt es ein Perspektivteam oder Resterampe. Das heißt, detaillierte Anweisungen an den Trainer der zweiten Mannschaft zum Thema Aufstellung sind möglich, entspricht weitgehend den Möglichkeiten bei den regelbasierten Aufstellungen der ersten Mannschaft. Dann gibt es eine Grundordnung der zweiten Mannschaft, kann auf dem Spielfeld optional eingestellt werden. Der Trainer der zweiten Mannschaft muss diese dann berücksichtigen. Und dann, Spielbericht kann bei der zweiten Mannschaft jetzt direkt abgerufen werden. Ligastatus wird dann angezeigt. Weitere Neuerungen sind in der Aufstellung. Hier können jetzt verschiedene Reihenfolgen für die Spalten ausgewählt werden. So können zum Beispiel Spielerfähigkeiten auf Wunsch nach hinten geschoben werden. Dann gibt es diverse Listen im Spiel, die können jetzt auch ausgedruckt werden, zum Beispiel Spielerkader, Statistiken. Steht kein Drucker zur Verfügung, kann man auch PDFs anlegen oder Microsoft OneDrive das Ganze eben speichern. Dann gibt es ein psychologisches Profil der ersten Mannschaft, das kann erstellt werden. Unter anderem erhält man dann einen Überblick über die Anzahl bestimmter Charaktere in der Mannschaft. Dann weitere Steigerungen der Budgets durch Mehreinnahmen im Pokal, Europapokal oder durch zusätzliche Sponsoren. Dann gibt es neue Statistiken, Dauerkarten, Eigentore, Mannschaften, Besonderes. Die optionale Nutzung der Hero-Bilder auch nach Vereinswechsel. Dann gibt es 14 neue Städtefotos. Möglichkeit, als Manager auch einen Vertrag erst für die kommende Saison abzuschließen. Dann gibt es die Aktualisierung der österreichischen Liga, Zusammensetzung und Spieltage, Team-Events für Teamgeister, sei es jetzt ein Kletterpark, dann für Biss Naturerlebnisse und Zufriedenheit, also ein Freizeitpark. Optionale Nutzung von großen Fotos bei Torhüter und Torjäger des Jahres. Die Entwicklung der Form wird dann im Spielerinfo unter Saison für jeden Spieler als Balkendiagramm angezeigt. Okay, interessant. Und es wurden einige Bugs gefixt, zum Beispiel bei den Statistiken, die Teamstärken. Absturz nach dem Ändern der Liga wurde beseitigt. Dann beim Vereinsgelände. Verschiedene Objekte, insbesondere Bäume, können jetzt wieder korrekt gesetzt werden. Beim Scouting bessere Verdeckung der Spielerwerte. In der Jugend, die Ausstattung des Jugendcamps wird jetzt auch vom Budget abgezogen, vorher nur vom Konto. Beim Präsidium, hier kann jetzt auch der Vertrag eingesehen werden, wie unter Persönliches. Bei der Jugendsichtung Probleme mit Pausentaste wurden beseitigt. Und dann gab es noch verschiedene Aktualisierungen bei den Daten. Ja, das finde ich doch, ist doch schon mal was. Da wurde wirklich viel getan. Vielleicht sehen wir das eine oder andere ja auch noch. Aber ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal ins Spiel. Ich freue mich schon auf das Spiel gegen Man United und dann noch gegen Luzern. Wird sicherlich interessant. So, wir machen natürlich wie immer eine Weiterbildung, schon wieder eine Vorstandssitzung. Haben wir die jetzt jede Woche? Naja, was soll man dazu sagen? Die Spieler sind 50%. Ich glaube, die Spieler haben einfach zu viel, ja, die spielen zu viel momentan.
Und alles geht kaputt. Also es werden alle verletzt. Wenigstens haben wir noch ein paar Schweizer im Team. So. Schauen wir noch mal einen Spieler uns an. Schön. Mladenovic ist der Fanliebling. Schön. Gut zu wissen. Ja, aber ich würde sagen, wir gehen einfach mal weiter. Da wollen wir nämlich hin. So, was wir hier brauchen, ist natürlich logisch. Nein, den brauchen wir nicht. Wir brauchen den Ausdauerlauf. Dann brauchen wir... Eigentlich bräuchte ich aktive Erholung erstmal hier. Dann machen wir das. Das passt auch. Machen wir hier statt... Ja, komm, machen wir die kurzen Pässe. Ich bin am Überlegen. Machen wir das so. Könnte funktionieren, muss aber nicht. Wir werden es sehen. So, Spielerneubewertungen. Ich bin schon mal gespannt. Alter, Fortschritt, nächste Stufe. Dann, ja. Kriegen wir den ersten auf Gold? Wir werden es gleich sehen. Pizzuto ist der nächste. So, da ist er schon. Wird es nicht ganz reichen, denke ich. Ah, das war Kimeno. Pizzuto hat es aber auch nicht geschafft. Ja, ein paar Spieler habe ich noch, die auch noch die noch den Verein verlassen, nicht das Verein. Das wäre schlechte Deutsch. Ja, ich kann hier auch mal schnell machen, würde ich sagen, oder? Der war knapp. Ja, der war knapp. Adam Scheuer mit 2 Silbersternen ist auch noch am Kommen, würde ich sagen. Naja, aber schön haben wir die Spielerneubewertungen jetzt auch. Finde ich eine schöne Sache. Dann kann es jetzt gegen Man United gehen. Das heißt, wir haben ein bisschen Stärke dazu gewonnen. Europa League mit dem Viertelfinale Hinspiel Man United. Bayern schlägt Schalke in der Champions League. Granada, dann eben die Kollegen hier, Mailand und Petersburg. Ich würde ja mal tippen auf Bayern gegen Mailand. Obwohl Mailand hat ja auch gegen uns 1-0 verloren. So, wir spielen in Old Trafford. Da habe ich mich schon lange drauf gefreut. 131, eigentlich haben wir hier gar keine Chance. Das heißt, du kannst nur defensiv spielen, sonst bringt das gar nichts. Eieiei, keine Spielerbilder. Warum nur? So, dann gehen wir wieder auf Ballbesitz, Fußball. Defensiv. Konter können wir so lassen. Das könnten wir auch so lassen. Ja. So machen wir das jetzt. Ja, ich habe keine Zeit fürs Training, weil ich andauernd Spiele spielen muss. Naja. Gomez und bei uns ist es Pizzuto. Pogba auf alle Fälle. Origi, Ex-Liverpool-Spieler. Uiuiuiui. Die haben wirklich, wirklich viel Zeug. Auch Ex-Liverpool-Spieler. Spiele ich hier wirklich gegen... Spiele ich hier wirklich gegen Man United? Naja, schön. Ja, Martial. Und ich würde sagen Origi. Dann hauen wir hier nochmal ein bisschen was rein. Schön. Sagen kann ich nicht mehr viel. Bonusspiel etc. Nein, das bringt alles nichts. Wollen wir mal gucken, ob wir gegen Man United bestehen? Ich glaube ja nicht. Das wird bestimmt sicherlich eins der schwereren Spiele. Origi, Martial und dann ist der Ball weg in der 7. Minute. Boris Babic holt sich die Gelbe. Man United nochmal über Gomez, Pogba, Brewster, Martial und da ist er drin. Anthony Martial. Tja. Dann könnten wir jetzt auch vorsichtig offensiv gehen. Origi 2-0, oder? Ja, ich habe es mir gedacht. Das wird ein Debakel. Origi, Brewster. Hat Brewster nicht mal bei Basel gespielt? Kann mich auch täuschen. So, wir sind auch noch da. Martirena, Marta wieder auf Brewster und Brewster klärt.
Und da ist dann der Konter. Gomez ist da. Brewster. Origi. Martial. Milefatin. Und wir sind jetzt am Kontern. Vielleicht geht ja doch noch was. Pizzuto. Der gibt einfach mal den Ball auf Babic und der steht im Abseits. Ein Tor wäre wenigstens noch schön. Wieder Gomez. Niles Pogba. Und Milev wäre da gewesen. So, muss er nur mit der Ecke. Ball kommt auf Ribeiro. Der gibt auf Serrano, der auf Babic. Und das Ding ist drin. Boris Babic, nur noch 2:1. Kurz vor der Halbzeit, wir nochmal im Angriff. Schön auf Babic und der macht das direkt. Aber der Goalie hat aufgepasst. Uiuiui und oh oh oh. Sieht aber noch okay aus. Eugenio Pizzuto kriegt die gelbe. Manchester United baut über Gomez auf. Matsuda. Niles. Und da ist Pizzuto. Es gibt die Ecke. Sehr schön gemacht. Nützt uns aber wahrscheinlich nichts, oder? An den Pfosten. Direkt ins Kreuz. Konter St. Gallen. Boys. Boys auf Pizzuto. Pizzuto und... Babic hat den Ball, Handspiel Gonzalez. War es ein Elfmeter? Jawohl. Julian Serrano mit dem Elfmeter und es ist drin, das Ding. Steht 2:2. Man United greift an. Was für ein Spiel in Old Trafford. Niles, Martial und dann ist das Ding drin. Schade, 3:2, aber es ist noch nichts entschieden. Gelbe Karte. Man United greift nochmal an. Pogba. Matsuda. Brewster. Ist der wirklich Murk? Origi. Da ist Milev. Und jetzt komm, schnell den Ball weitergeben. Na, schade. Wäre schön gewesen. Matsuda. Mata. Grenier. Und dann gibt es einen Elfmeter für... Genau. Man United. Origi schießt, Milev hält. Origi nochmal nachgeschossen. Und nochmal. Milev, Spieler des Abends, würde ich sagen. So, da ist er nochmal. Wir geben alles. Wir wollen einfach nicht aufhören. Handspiel Ribeiro. Freistoß Thomas Murk oder Merck. Und da ist Milev. Milev hat den Ball. Ja, wir geben uns nicht so einfach geschlagen. 3:2. Da ist noch was machbar im Kibun Park. Ich bin mal gespannt. Leistung, Mannschaft war gut. Wie geht's einem nach so einem Spiel? Tiefe innere Zufriedenheit. Na, total enttäuscht, total sauer. Es passt ja irgendwie eigentlich nichts. Hätte aber besser ausgehen können. Haben Sie eine Zukunft beim St. Gallen? Ja, habe ich. Besser das Präsidium fragen. Eigentlich habe ich eine Zukunft, aber das wissen wir und eigentlich wissen das alle. Wir sind eine verschworene Gemeinschaft, das Präsidium und ich auch. Jetzt haben wir seit langem mal wieder ein Spiel verloren. Wieder aufstehen, weiterkämpfen gegen den FC Luzern. Und wenn die das Spiel gesehen haben gegen Man United, dann wissen die, was sie gleich erwartet, nämlich die Hölle auf Erden. Ich sag's euch. So, dann sind wir schon in Luzern. Es wird aufgebaut. Ja, wieder alles dabei. Alles recht schwach auf der Brust. Wir fangen mit vorsichtig offensiv an. Kontrollierte Offensive. Oder? Ja, kontrollierte Offensive passt. Hier auch nochmal ein zurück. So, was haben wir denn da Schönes? Könnte man langsam anfangen, über die Mitte anzugreifen. Ein bisschen mehr. Weil mein Mittelfeld ist eigentlich recht stark. Aber ja, es passt eigentlich schon. Hier gibt es nochmal Geld. Aha.
Das passt auch. Ja, und dann zeigen wir denen mal, wie das funktioniert. Nuhu mit dem Freistoß. Gut, er hat es versucht. Aber er weiß, wie es funktioniert. So, das Boys. Serrano. Serrano auf Mata. Mata auf Sifama. Sifama Pizzuto. Pizzuto auf Babic. Vorbei. Schade. Aber wir sind da. Loom dribbelt sich nach vorne. Unsere Nummer 24. Auf Babic. Und der auch wieder ganz knapp vorbei. Immer der FC St. Gallen. Hopp, 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 sage ich da nur. Babic und dann war Pizzuto im Abseits. Es dauert nicht mehr lang, da kommt das Tor. Musanuhu mit dem Freistoß. Ball kommt auf Beuys, der gibt in die Mitte auf Babic und jetzt ist das Ding drin. Schön gemacht. Freistoß Musanuhu. Martirena, Pizzuto auch wieder ganz knapp. Basel im Moment 72 Punkte, wenn es so bleiben würde. Wir 67. Noch 5 Punkte, wenn man so will. Und ich glaube, wir spielen auch noch gegen Basel. Vielleicht ist das das entscheidende Spiel. Mata. Der ging auch drüber. Entschuldigung dafür. Gerade noch ein bisschen verschluckt. Ach ja, spannend ist es. Ken Mata ist recht schwach auf der Brust. Der wird sicherlich gleich ausgewechselt. Noch steht es 1-0. Aber nicht mehr lange. Sifama, Babic, Pizzuto und ja, ein bisschen mehr nach rechts. Dann wäre drin gewesen. So, da sind wir nochmal. Von Luzern gar nichts zu sehen. Nummer 4 in der Raiffeisen League. Bam, wieder Müller. Schade, schade, schade. Jetzt gibt es den Konter. Kurz vor Ende des Spiels. In der 85. Minute kontert Luzern. Ein Unentschieden kann ich nicht gebrauchen. Haben wir ein Glück. Und nochmal Luzern. Hallo? Das will ich nicht. Zum Glück haben sie drüber geschossen. Und gewonnen. Weiß gar nicht, war das Nummer 31 oder Nummer 32? Jedenfalls recht spannend. Wir haben übrigens nur 4 Spiele unentschieden gespielt und 6 verloren. Ja, und Basel eben machen jetzt einen Unentschieden nach dem anderen. Jetzt hier 0-0 gegen die Grasshoppers. Wir nur 1-0 gewonnen. Ei. 2 Spiele sind es noch. Glaube ich zumindest. Tja, St. Gallen ist eine Macht. In dieser Liga sind wir eine Macht. So, Rascic, Greso, Rascic hat einen Stufenaufstieg, Bronze 3. Wunderbar. Jetzt geht's dann, jetzt ist es soweit. Erst Man United und dann Basel. Wie sollst du das machen? Du kriegst die Leute nicht fit, aber ja, so ist es halt. Werden wir halt einfach spielen. Geht gar nicht anders. So, wenn wir uns jetzt hier mal das Zeug anschauen. Gut, ich meine, 16,4 Millionen ist halt schon eine Hausnummer, ne? Aber wir machen das erst nächste Saison, beziehungsweise in der Pause der Saison. Gucken wir einfach mal, was da möglich ist. So, da tun wir wieder uns aktiv erholen. Dann machen wir den Ausdauerlauf mit Full Power. Dann machen wir den Hard Hit. Alles gut. Den könnten wir uns eigentlich auch sparen. Aber ich lasse ihn mal drin. Schaden kann es nicht. Wir werden sehen. Ich bin schon ganz gespannt. 3-2 ist es im Old Trafford ausgegangen für Man United. Und hier werden wir jetzt ein bisschen auftrumpfen. So, die Bayern gewinnen nochmal. Granada, Mailand, St. Petersburg. So, ich bin mal gespannt. 130 zu 100. Wir spielen mit einer 4-1-2-3. Kann man machen, muss man aber nicht. Milev im Tor, das ist gut. Unser 9-8er Torwart.
Das passt. Wir werden vorsichtig defensiv anfangen, hätte ich gesagt. Oder wollen wir vorsichtig offensiv anfangen? Lass uns vorsichtig offensiv anfangen, kontrollierte Offensive. Bin mal gespannt, ob das funktioniert. Wenn nicht, wechseln wir halt auf was anderes. Ja, wir bauen mal auf Konter und gucken, was passiert. Ja gut, die sind halt fit ohne Ende, ne? Da kannst du machen, was du willst. So, Boys kriegt Martial, dann kriegst du Origi und ich würde sagen Martial. 20.000 gibt's und es gibt einen trainingsfreien Tag. Hat immer geholfen, vielleicht hilft's jetzt auch. So, Hopp St. Gallen, ich drücke euch die Daumen. Vielleicht funktioniert es ja, so wie wir uns das vorstellen. Loom macht schon mal den Ball auf Babic klar und dann, tja, Pech gehabt. Runarsson war da. Mata Pizzuto einfach mal direkt aus 70.850 Metern. Nochmal St. Gallen. Abseits Julian Serrano. Erstmal noch nichts zu sehen vom Man United, aber das heißt noch nichts. Rote Karte. Anera. Schön. Elfmeter, Julian Serrano. Mag uns das Spiel vielleicht? 2 zu 0, das heißt, wir sind erstmal weiter. Aber Man United ist ja nicht dumm. Die sind nicht dumm. Brewster. Goretzka spielt bei Man United. Martial, Anthony Martial. So, jetzt ist es wieder ausgeglichen. Jetzt nicht mehr, jetzt sind wir wieder weiter. Musa Nuhu. Maitland-Niles. Hoher Ball auf Martial und der versemmelt das Ding total. Noch sieht es perfekt für uns aus. Kann ich nicht klagen. So, nochmal St. Gallen im Angriff. Serrano, Serrano auf Ribeiro. Ribeiro auf Sifama. Sifama spielt den Ball auf Mata. Der auf Babic und der macht das Ding 4 zu 1 und wir haben eine gelbe Karte kassiert. Ja, ich glaube, die rote Karte von Man United tut ihnen nicht gut. Joe Gomez kriegt jetzt auch eine gelbe. 70 Minuten rum, 75 Minuten. Wir nochmal im Angriff. Adem Scheuer auf Loom. Kimeno. Und da ist der Goalie, gibt direkt wieder ab. Konter. Curado, nee, Durado heißt er. Rodrigo Durado. Sieht aus wie ein Arbeitskollege von mir. So, Origi vorbei. Schön gemacht. 10 Minuten noch. Elfmeter, Anthony Martial. Drin das Ding. 4 zu 2. Nochmal St. Gallen. Das wird eng. Nein, jetzt machen wir es klar. Jeremy Kimeno mit dem 5 zu 2. Das heißt, wir stehen im Halbfinale, wenn ich richtig gerechnet habe. So, ich gehe natürlich wieder auf Leistung, Mannschaft, super. Ist auch so. Wie ist das Verhältnis mit dem Präsidium? Eigentlich ist das super stark. Genau. Welche Rolle spielt Julian Rolf in meinen zukünftigen Planungen? Besondere Fähigkeiten. Na gut, kann passieren, ist halt so. So, wollen wir mal gucken, gegen wen wir spielen? Ich sag's euch gleich. Wir spielen jetzt gegen, ich tippe mal Mailand. Aber man weiß es nicht. Oder Tottenham Hotspur, kann es natürlich auch sein. Ich nehme alles. Wenn wir einen Engländer weggemacht haben, machen wir den anderen auch weg. Ah, Mailand gegen die Hotspurs und wir spielen gegen Athletic Bilbao. Ja, ist das machbar oder nicht? Ich kann es euch nicht sagen. Wir sind jedenfalls der Underdog, was das angeht. Deswegen, ja, hey, ich meine ja nur, hallo, Halbfinale St. Gallen. Geht's noch? Bin begeistert. So macht Fußball Spaß. So, jetzt geht es dann am 32. Spieltag gegen Basel. Wenn Basel beide verliert, wir beide gewinnen, würde ich mal sagen, könnten wir noch den ersten machen, oder? Aber ich habe gesagt, ich glaube, dass wir mit dem zweiten Platz abschließen werden. Ich lasse mich aber überraschen. Alles ist möglich. Ich mag die Mannschaft, ich mag die Jungs. So ist Fußball. 111,99 und wir haben halt, ihr seht es ja selber. Wir können da gar nichts machen. So, kann ich noch irgendwas tun? Nein, eigentlich nicht. Kann nur sagen, vorsichtig offensiv. Genau, das hat auch funktioniert gegen Man United.
kontrollierte Offensive. Wir werden genauso spielen. Ich würde gerne noch ein bisschen mehr was Mittelfeld spielen. Ich muss hier nochmal was gucken. 10, 2. Yeah. 21. 21. Ja, das bringt mir so nichts. Machen wir mal 24, 22, 21, 21, 22, 19, das passt auch noch. Schauen wir mal, was passiert. Mein Gott, dieses. Ja, wir haben gegen Basel, glaube ich, jetzt noch nichts geholt gehabt, ne? Müssen wir nochmal Geld reinpfeffern? Komm, wir geben sogar 20.000. Kann ich irgendwas sagen, was den Jungs hilft? Wahrscheinlich nicht. Ja, okay, es ist ein anderer Brewster. Cabral. Ja. Brewster. Und Cabral. So, auf geht's, St. Gallen. Hopp, hopp, hopp. Das ist wichtig. Pizzuto gibt auf Babic, Babic auf Mata, der auf Loom, Loom auf Ribeiro, Babic, Pizzuto und da ist das Ding. 1 zu 0. Wir hätten jetzt 70 Punkte, Basel 72, wenn es so bleibt. Das letzte Spiel der Saison ist dann entscheidend, wenn wir dieses Spiel gewinnen sollten. Das ist ja noch gar nicht klar. Cabral, Brewster drüber. Gott, sind die Saisons spannend, wenn ich die spiele hier. Wahnsinn. Pizzuto auf Sifama. Sifama auf Loom. Loom gibt nach außen auf Ribeiro. Ribeiro auf Mata. Mata auf Serrano. Serrano auf Babic. Und der war. War der knapp oder war der knapp? Target. Was so viel heißt wie Ziel, nur den schreibt man mit Doppel-T. Gibt auf Franco Fonte. Der auf Cabral. Und da ist Nuhu und macht ein Eigentor. Schade, aber auch rote Karte, Matthew Target. Das ist eigentlich gut für uns. Das heißt, wir gehen auf Offensiv. Baumann gibt auf. Ja, Rivero, Brewster und da ist das Ding drin. Es steht 2 zu 1 für Basel. Das wär's dann. Aber ich sag mal, es ist noch nicht vorbei. Ribeiro, Babic auf Sifama. Schade. Ja, wir müssen jetzt offensiv spielen. Luma Babic. Babic geht. Babic schießt. Das Ding ist drin. 2 zu 2. Erster gegen den zweiten. Was für ein sehenswertes Spiel. Es sind 21.600 im Stadion. Basel kontert. Cabral auf Brewster. Brewster zieht vorbei. Das war nix. So, extra Motivation gibt es natürlich nicht. Wir gehen direkt weiter. Wir sind die Macht. Das heißt, die haben nichts zu sagen, nichts zu melden. Wir schießen noch ein Tor. Ich bin mir sicher, das ist wichtig. Wenn wir das Tor nicht schießen, mit einem Punkt können wir nicht leben. Wir brauchen den Sieg, um Erster zu werden. Beziehungsweise im letzten Spiel dann die Meisterschaft zu entscheiden. Da müsste man aber noch gucken, wenn wir jetzt gewinnen sollten, gegen wen Basel noch spielt im letzten Spiel. Naja, wir werden es eh sehen. Eine Konferenzschaltung wäre dann noch schön. 70 Minuten rum. So. Wir gehen auf sehr offensiv. Pizzuto gibt auf Babic. Babic. Jawohl, da ist das Ding drin. 3 zu 2. Und da bleibt es nicht dabei, oder? Babic. Pizzuto. Otto hat den Ball. Und das ist aus. Wir gewinnen 3 zu 2, schlagen Basel zu Hause. Und haben nur noch ein Spiel, wenn mich nichts täuscht. Und da können wir wieder Meister werden. Leistung, Mannschaft, super. Werden Sie auch in Wochen noch im Amt sein? Ich gehe mal davon aus, dass ich hier noch arbeiten werde. Klar. Wie geht es einem nach einem solchen Spielfreude? Das ist unbeschreibbar. Das ist so. So, guckt euch das mal an. Guckt euch das mal an. Was für eine Saison. Tordifferenz bei uns auf alle Fälle besser. 2 Punkte, die holen uns nicht mal ein. 20 Punkte Unterschied zum dritten auf Sion.
Und dann, ja, wir müssten das letzte Spiel gewinnen und Basel muss ganz einfach verlieren. Das heißt, wir hoffen jetzt einfach mal auf Basel, dass Basel eben verliert. Bin mal gespannt. Ich bin mal gespannt. Müsste eigentlich gucken, ist es überhaupt das letzte Spiel? Weiß es gar nicht. Nein, ist es natürlich nicht. Ich bin ein Idiot, oder? Kann das sein, dass ich immer daran denke, dass es 33 sind, dabei sind es mehr? Nämlich 36? Naja, lieber Frank, dann machen wir es halt so. Dann wären wir halt so Erster. Jetzt sind übrigens wieder 30 Minuten rum. Das heißt, es würde weitergehen beim nächsten Mal. Deswegen höre ich jetzt hier auf und wünsche euch was und ja, vielleicht werden wir Europameister, Pokalsieger und oder mehr. So, seht ihr das noch? Es sind noch 1, 2, 3. Gut, davon sind natürlich auch einige, seht ihr ja hier, Lugano ist noch, muss ich gerade mal schauen. Genau, ist der Cup. Sion ist die Super League. Genau. Dann haben wir die Europa League. Dann haben wir noch die Super League, nochmal Europa League, die Super League und die Super League. Wird also noch extrem spannend. Ja, meine verletzten Spieler kommen sicherlich auch nochmal zum Tragen. Ich setze noch schnell die Weiterbildung, da haben wir das auch noch. Und dann, ja, geht es im Pokal gegen Lugano und danach geht es dann in der Super League weiter. Also, ich wünsche euch was, macht's gut, ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.